Freitag, der 23. Oktober. Die Jungs arbeiteten an einem Fall und waren dabei, ihn zu lösen. Köstliches importiertes Rootbier. Genau das Richtige, um die Woche zu beenden und ins Wochenende zu starten. Seine Freundin scheint verschwunden zu sein. Habt ihr ein Wort davon verstanden? Das ist eine lange Geschichte. Ich übernehme jetzt mal. Es begann alles im Stadtpark vor nicht allzu langer Zeit. Er machte einen kleinen Spaziergang, dachte über seine Angelegenheiten nach und tat das, was er immer tat. Eins ist fantastisch am Park. Es gibt immer ein paar kleine Krumen oder auch ein paar größere. Plötzlich stand er schicksalhaft seiner großen Liebe gegenüber. Schon bald gab es das eine oder andere Rendezvous an Orten, die sie liebten. Hier, bitte, Leute, Linguini à la Butch. Geht aufs Haus im Namen der Romantik. Genießt es. Selbst der alte Butch war von der lieblichen kleinen Fifi überwältigt. Ach, so ein anständiges Mädchen gesegnet. Mit einem herzhaften Appetit. Das Glück war übergroß. Man konnte es nur genießen. Unglücklicherweise war da ein Haar in der Suppe, also eine Fliege in den Spaghetti. Fifis Ex-Freund Claude. Fifi, weg da von diesem Landstreicher. Überleg's dir noch mal und komm zurück zu deinem Claude. Oh, niemals, Claude. Ich bin jetzt mit Quagger zusammen. Ich liebe ihn. Er hat mein Herz gestohlen. Und jetzt noch Schwinde, bitte, s'il vous plaît. Also schön. Ich fordere dich zum Duell heraus. Claude, hör auf mit diesem Unsinn. Ich hab dir gesagt, ich bin fertig mit dir. Für immer. Das traf Claude ziemlich hart. Tja, er brach förmlich zusammen. Und so konnte die Romanze weitergehen. Und Butch brachte immer weiter Pasta und Käsetorte und alles umsonst. Das Glück konnte man nur genießen. Eine lange Geschichte und ein schwieriger Fall. Es wurde Zeit für die Jungs, Fifis Apartment genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber manchmal reicht ein Kaugummi, um einen aus der Fassung zu bringen. Der Hausbesitzer bestätigte Quakers Geschichte. Die kleine Fifi war einfach verschwunden. Er ließ sie einen Blick in das Apartment werfen. Es war leer wie ein Nikolausstiefel im Juli. Sieht aus, als müsstet ihr die üblichen Verdächtigen befragen. Fifi? Ich kenne keine Fifi. Ich bin noch nicht mal in diesem Cartoon. Hau ab, Katze! Sie ist ein reizendes Mädchen. Aber ich kann mich nicht erinnern, sie bei uns gesehen zu haben. Mädchen! Oh, zeig mir die Mädchen, ich bin verrückt nach Mädchen. Ich möchte sie immer umarmen und drücken und sie küssen und sie festhalten und sie knuddeln. Bring sie her! Sei nicht unhöflich, Cousin. Wir bringen dich zurück zur Farm, bevor du noch durchdrehst. Fifi kenne ich nicht. Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst.